Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Meister der Maskerade. Mario Belloni ist einer der ältesten traditionellen Maskenmacher der Stadt. Ohne seine Handwerkskunst wäre der venezianische Karneval nur halb so prächtig. Es ist der geheimnisvollste Maskenball der Welt. Der Carnevale di Venezia. Was mit einem Volksfest anfing, dies Venedigs vergnügungssüchtige Adel zu einem der größten Spektakel des Mittelalters anwachsen. Wer was auf sich hielt, veranstaltete pompöse Kostümfeste, die in ihrer Extravaganz und Dekadenz kaum zu überbieten waren. Blaublüter aus ganz Europa reisten an die Adria und feierten enthemmt mit. Was in Venedig passierte, blieb auch in Venedig. Das Ende läutet Napoleon ein. Der französische Kaiser verbietet die Maskeraden. Es dauert bis in die 1980er Jahre, bis der Karneval seine Wiederauferstehung feiert. Jetzt sind es vor allem Touristen und Besucher aus aller Welt, die nach Venedig strömen, um die Tradition fortzusetzen. Ihre prachtvollen Kostüme und fantasievollen Masken sind jedoch so schön wie in alten Zeiten. Hallo Mario Belloni, hallo, ciao, piacere. Altrettanto. Wow, ich glaube, ich habe mich selten so beobachtet gefühlt wie hier. Alle Augen schauen auf uns, aber es sieht wunderschön aus. Hast du all diese Masken selber gemacht? Nur teilweise. Also eine einzige Person kann höchstens 10 Masken pro Tag machen. Ja. Aber du hast es erlernt. Wie lange ist es schon her? Wie lange arbeitest du auf diesem Beruf? 32 Jahre. 32 Jahre. Ja. Und wie muss man sich die Ausbildung vorstellen? Das kann man einfach so lernen wie Schuhmacher, Metzger oder so? Oder? Nee, es gab keine Schule. Auch heute gibt es keine Schule dafür. Wir haben einfach probiert. Wir waren Studenten und wir haben angefangen, sie, sagen wir, als Spiel zu machen. Wir haben sie verkauft auf der Straße, wenn die Staatspolizei nicht mehr da war. Ah, okay. So hat es angefangen. Ja. Also als Spiel und auch um ein bisschen Geld zu kriegen. Ne? Haben die Masken irgendwelche Namen? Zum Beispiel jetzt die mit der langen Nase da? So diese? Ja. No, diese ist eine Maske aus Fantasie. Die gehört zu keiner Kategorie. Und gibt es welche, die Namen haben? Ja, zum Beispiel diese. Diese ist ein Pulcinella. Pulcinella? Pulcinella. Also klingt wie Bulle. Nee. No. Pulcinella war eine Maske der Commedia dell'arte. In der Kategorie der Diener. So, genau so wie Harlekin. Welches ist so deine Lieblingsmaske? Hast du so eine Maske, die du sagst, das ist so meine? Die letzte, die ich gemacht habe, die für mich ein bisschen mehr, sagen wir, Bedeutung hat, ist diese. Soll ich sie rausnehmen? Ja. Ist die ich jetzt. Wow! Das ist nicht eine normale Maske, sagen wir. Das ist ein Selbstporträt. Also, für mich ist die Bedeutung, dass jemand hat mir gesagt, dass ich so sein soll. Also, ich finde, er sieht doch viel lieber aus, oder, liebe Zuschauer? Also, der sieht viel strenger aus. Ich übe lange, um so zu sein. Okay. Also, ich glaube, du hast ganz einen weichen und liebevollen Kern. Mich würde ja interessieren, wie man so eine Maske herstellt. Also wie entsteht so eine Maske? Das, also nicht so eine komplizierte natürlich, aber eine einfache können wir zusammen machen. Ja? Ja, sicher. Ja, toll. Dann komme ich gerne mit. Okay. Schön. Mario ist einer der letzten Künstler, die Masken in Handarbeit herstellen. Sein Ruf eilt sogar bis nach Hollywood. Im Blockbuster Eyes Wide Shut trug Tom Cruise seine Maske, um anschließend sogar privat bei ihm einzukaufen. Welche Ehre also nun für mich, mit dem Meister eine eigene Maske machen zu dürfen. Ab in seine Werkstatt. Was machen wir denn jetzt für eine Maske? Also wir machen diese Maske, die die traditionellste ist. Wir werden so etwas erhalten. Ah, okay. Okay. Ja. Aber man muss in eine negative Form arbeiten. Mhm. Zuerst erstellt Mario mit viel Geschick eine Tonvorlage für die Maske. Schon die würde ich mir als Skulptur ins Wohnzimmer stellen. Dann machen wir uns ans Werk. Mit Vaseline, Kleber und Wollfilzpapier. Alles schön einkleistern.
Das erinnert mich doch stark an meine Kindergartenzeit. Und das Papier richtig festkleben. Aber ich weiß, du hast auch ganz berühmte Leute gehabt, die hier eine Maske gekauft haben. Ah, sicher. Wer war denn da schon hier bei dir? Bei zum Beispiel DiCaprio. Ach. Der jetzt einen und ich weiß nicht, warum er bei uns gekommen ist, aber er ist gekommen. Und auch mit ihm habe ich nicht gesprochen. Er wollte nicht. Er wollte nicht? Er wollte nicht, absolut, dass jemand mit ihm gesprochen hat. Aber ich habe mit der Großmutter gesprochen. Von Leonardo DiCaprio? Das ist doch auch gut. Also jetzt die Nase. Ganz wichtig, glatt streichen, damit keine Blasen zurückbleiben. Dann kommt der Feinschliff. Und schleifen, schleifen. Und die Augen raus. Jetzt noch ein bisschen Farbe drauf. Und jetzt? Nächster Schritt, also trocknen. Mhm, trocknen? Mit der High Technology von Kamakana. Das heißt Haartrockner. Ach so, ja, den kenne ich. Den benutze ich auch jeden Tag. Ganz schnell trocken. Neueste Technik. Auch mir wird ganz heiß dabei. Und die letzte Farbschicht. Nur noch mit einem nassen Lappen abwischen, denn so entsteht dieser tolle Effekt. Wow, die ist so schön geworden. Vielen, vielen herzlichen Dank, durfte ich diese Maske mit dir machen, Mario Belloni. Dankeschön. Es war eine Freude für mich. Für mich noch viel, viel eine größere Freude. Danke dir viel, vielmals. Dankeschön.